Mein Hund, der hat Charakter, das heißt, er hört gleich null. Ständig macht er Sachen, die er überhaupt nicht soll. Zum Beispiel Nachbarskatze jagen, wenn ich noch dran hänge. Hinten an der Leine und ich breche mir die Hände. Aber dennoch ist mein Wuffi ein ganz fideler Kerl. Ich habe sehr viel Spaß mit ihm und geb ihn nicht mehr her. Doch da motzt mein Nachbar schon hinter der Balustrade. Mach dich endlich locker, Dicker, mach dich doch mal gerade. Du willst also Hardcore sein, ein ganz harter Mann. Dann zieh den Stock aus dem Marsch und fang mal damit an. Dass du deinen Mann stehst und mir ins Auge siehst. Wenn du über mein Tier vom Leder ziehst. Ich höre dich lästern hinter 40 hinten rum. Ich wollte es nicht glauben, aber manche sind so dumm, dass sie meinem Hündchen den Tod an Hals wünschen. Ich frage euch im Ernst, sagt mal, was sind das für Menschen? Ich liebe alle Menschen außer jenen, die mich hassen. Oder meinen Hund, mit denen werde ich mich befassen. Was gegen Wuffi sagen, solltest du dich echt nicht wagen. Sonst geht's dir an den Kragen und du wirst von mir geschlagen. Mach mich nicht an, denn ich bin kein Salat. Noch verspruch den Kieferbruch, für dich hab ich parat. Du bist ne arme Wurst und ein ganz armer Esel. Krieg du doch erstmal dein Leben geregelt. Fremde sollen ihn nicht anfassen und wer das nicht blickt, der wird von meinem Hund doch gern mal in sein Bein gezwickt. Früher hieß es danach dann nur, bist ja selber schuld. Doch heute reißt den Eltern schnell der Faden der Geduld. Sie reißen ihre Kinder hoch und wollen ins Hospital. Der Hund wird eingeschläfert, ey, das ist doch nicht normal. Hundehasser sind bescheuert und sie spinnen komplett. Hundehalter hingegen sind echt Granaten im Bett. Na frag mal deine Frau, Alter, die kann's dir bestätigen. In deinem Hundehasser-Forum werde ich mich verewigen. Mit einem Trojaner und einem Marsch voller Viren. Legst du dich mit mir an, dann kannst du nur verlieren. Ich liebe meinen Hund, du nicht einmal deine Frau. In meinen Augen bist du eine ganz arme Sau. Hardcore ist es nicht von seinem Ghetto zu reden, sondern um 6 Uhr morgens mit seinem Hündchen Gassi zu gehen. Yeah. Ich liebe alle Menschen außer jenen, die mich hassen. Oder meinen Hund, mit denen werde ich mich befassen. Was gegen Wuffi sagen, solltest du dich echt nicht wagen. Sonst geht's dir an den Kragen und du wirst von mir geschlagen. Mach mich nicht an, denn ich bin kein Salat. Noch verspruch den Kieferbruch, für dich hab ich parat. Du bist ne arme Wurst und ein ganz armer Esel. Krieg du doch erstmal dein Leben geregelt. Ob Dackel oder Dogge, ob Kampfhund oder Mischling. Du tust ja gerade so, als ob wir im Köpfchen nicht frisch sind. Wir sind ein schreckliches Volk und wir machen ständig Unsinn. Den Hund, den haben wir nur, weil wir gern damit Leute umbringen. Herzinfarkt, Bisswunden, das volle Programm. Zumindest reimt ihr euch irgend so etwas zusammen. Er läuft hier ohne Maulkorb, du fragst, ob er das darf. An Nachbarstown, da misst du Kirulant noch einmal nach. Du brauchst meinen Hund nicht mögen, du sollst ihn in Ruhe lassen. Anstatt uns zu bepöbeln oder derbe auszurasten. Solltest du einmal versuchen, nach ihm zu treten, dann werde ich mit deiner Fresse meine Hecke jäten. Erzähl mir nicht, ich hätte meinen Hund nicht mehr unter Kontrolle. Ich hau dich platt, dann passt du unter eine Prinzenrolle. Der letzte Vergleich ist zwar hart, aber treffend. Früher waren die Juden Sündenböcke, heute die kläffen. Ich liebe alle Menschen außer jenen, die mich hassen. Oder meinen Hund, mit denen werde ich mich befassen. Was gegen Wuffi sagen, solltest du dich echt nicht wagen. Sonst geht's dir an den Kragen und du wirst von mir geschlagen. Mach mich nicht an, denn ich bin kein Salat. Noch verspruch den Kieferbruch, für dich hab ich parat. Du bist ne arme Wurst und ein ganz armer Esel. Krieg du doch erstmal dein Leben geregelt. Zeig mich doch an, wenn's dir dann besser geht, du Idiot. Mach doch, wirst du schon sehen, was du dann davon hast. Pass mal auf, mein Hund, der gehört zur Familie. Und du weißt doch, wie es ist. Niemand stellt sich ungestraft gegen die Familie Luigi. Okay, va bene. Allora.